auf euch. Das wird natürlich eine komische Einleitung. Das Wesentliche. Wir haben heute einen Tintenfisch. Quasi halt komplett mit Kopf. Den wir jetzt gleich entdarmen, beziehungsweise einmal komplett auseinandernehmen. Den füllen wir dann mit einem Risotto, das haben wir schon mal vorbereitet. Pieksen den dann zu, damit das Risotto nicht rausfällt. Würzen das Ganze. Und packen das quasi auf den Feuerring. Und ganz richtig schön knusprig halt, mit einem Parmesan da drin. Das schmilzt halt richtig schön, ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Das ist, finde ich, halt im Sommer oder quasi im Herbst, wenn es noch nicht so ganz kalt ist, eigentlich eine ziemlich geile Vorspeise. Und zwar nehmen Sie halt einfach den Kopf, wegziehen. Und dann in der Mitte ist dann halt, das sieht so ein bisschen wie so ein Stück Glas oder ein Stück Kunststoff aus halt. Das ist quasi der Stabilisator, damit das halt nicht zusammenfällt. Dann hat man hier im Außenbereich, ich würde sagen, beim Fisch wären es halt die Flossen halt, genau. Ne? Bei dem Tintenfisch sind die Stabilisatoren, damit er halt nicht umfällt oder beziehungsweise damit er quasi halt dahin schwimmen kann, wo er hinschwimmen möchte. Dann hat man hier quasi den kompletten Körper, den man dann füllen. Wenn man das halt so kennt, diese Tintenfischringe halt, ne? Die werden ja einfach geschnitten, paniert, frittiert oder im Bierteig ausgepackt, fertig. Der liebe Marc ist der König am Risotto-Reis. Möchtest du denn bitte weitermachen? Alles klar. Perfekt ausgenommen und enthäutet. Da gehen wir jetzt einmal hin und füllen das Ganze. Man könnte jetzt auch natürlich hingehen und das Ganze mit einer, ja, mit einem Spritzbeutel machen. Genau. Dann wird es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher gehen. Wenn man so eine Pergamenthüte hat, kann man sich drehen, genau. Und zieht halt rein. So. Gucken, was ist. Schön bis nach unten drücken, dass überall Reis drin ist. Ich glaube, beim nächsten Mal nehmen wir wirklich eine Spritzbeutel. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Warte mal, ich stopp. Ich halte. Ja, so. Ja, ist schwierig. Rein in die kleine Schnute, so. Jetzt aber zu. Ja. Super. Reicht schon. So. Bisschen verteilen. Schön gleichmäßig garen. Genau. Dann gehen wir hin. Pieksen das Ganze einmal ein. Damit wir es einfach nur, ja, schön abwürzen. Ne? Ja, einmal schön würzen. Ja, ein bisschen Öl, ne? Und dann ein bisschen Butter drüber. Genau. Ne? Ja, erstmal ein bisschen Öl. Ein bisschen Butter, ein bisschen Knoblauch vorbereitet, weil das Öl hat einen höheren Rauchpunkt. Also sprich, das wird nicht so schnell bitter und brennt nicht so schnell. Wenn man Butter drauflegen würde, hätte man überall diese Molkerückstände, was jetzt quasi nicht wirklich förderlich ist für den Geschmack bzw. halt die Optik. Schon geil, auf jeden Fall. Ja, schon ein bisschen diesen mediterranen Touch halt. Ne? Es riecht so ein bisschen nach Zitrone, nach Kräutern, ein bisschen nach Fisch, nach Meer. Genau. Es hat richtig schön saftig, total glasig gegart. Mega. Sehr schön. Sehr schön. Dazu ein Glas Wein. Aber auch Standard. Soll ich trinken? Nein.